Das würde mich wundern. Bei den Vereinen geht es immer richtig hoch her. Vor allem, wenn sie ungefähr halb vertreten sind, Motorbootfahrer und Segler. Und wenn da noch zwei Elblotsen dazwischen sind, wird es richtig spannend. Ich habe schon immer gesagt, ich habe schon immer gesagt, ihr macht alles falsch. So. Also, der freie Seeraum, internationales Gewässer, wenn man so wollte, Sprachbegriff hohe See. Die rote Linie, auf die ich hinaus will, und jetzt hoffen wir mal, dass der Stift jetzt malt, ist diese rote Linie, da, mit Zacken landeinwärts. Sie verbindet all die Punkte, wo bei Lowest Astronomical Tide, also etwa alle 18 Jahre extremster Niedrigwasserstand, das Wasser an der Küste platscht. Hier wird es dann vereinfacht, über die Mündungen der Flüsse zusammengezogen und hier geht es dann weiter. Man kann aus dieser roten Linie auch schön sehen, wie weit die Wattkante rausgeht. Man kann hier, hier oben ist doch Büsum, man kann hier wunderbar sehen, dass wenn man einen Badeurlaub in Büsum macht, das schon mal mit einem längeren Fußmarsch verbunden sein kann. Wenn Niedrigwasser herrscht, latscht man anderthalb Stunden, bis man an der Wasserkante ist. Wer hier auf Speaker Oak lange Urlaub macht, hat annähernd, egal nach welchem Wasserstand, immer das Wasser genau vor der Tür. Es gibt so gut wie kein Watt. Auch das drückt diese Linie prima aus. Basislinie. Habt ihr alles mal gelernt. Von da aus drei Seemeilen weiter nach See ist dann die Grenze des originären deutschen Rechts. Geht ein Fahrwasser weiter raus als diese drei Seemeilen, nimmt man es mit diesen Haken dazu. Hier zum Beispiel in der Weser und so weiter. Erinnert ihr euch noch, wie der deutsche Gesetzgeber diese Wasserfläche nennt? Von der Basislinie drei Seemeilen nach See und dann alles bis rein in die Häfen. Fängt mit S an und es gibt keinen Publikumsjoker. Seewertige Grenze. Das ist die seewertige Grenze. Und wie heißt die Fläche? Eine Seeschifffahrtsstraße. Und dort gilt was? Die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Seewärts davon spricht der Gesetzgeber von der Hohen See und es gelten die International Rules to Prevent Collisions at Sea, die internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See. Daraus hat irgendein Bonner Beamter mal dieses tolle Wort KVR, Kollisionsverhütungsregeln, gemacht. Mache ich jetzt eine Reise nach Helgoland, verlasse ich das Fahrwasser der Elbe, über Fahrwasser sprechen wir gleich noch, fahre durch den alleinigen Geltungsbereich, bis auf ein paar Ausnahmen der KVR, und erreiche jetzt, hier ist die Basislinie, hier ist die Drei-Seemeilen-Grenze, wieder den Geltungsbereich der deutschen Seeschifffahrtsstraßenordnung, weil ich in die Drei-Meilen-Zone rund um Helgoland eingedrungen bin. Einverstanden? Ich habe also auf einem ganz normalen Schaden, wie wir ihn laufen fahren, Nico ist gerade wieder unterwegs mit Helgoland, habe ich den Wechsel zwischen alleinig KVR oder KVR und Seeschifffahrtsstraßenordnung. In dem Moment, wo ich mich dem Hafen von Helgoland nähere und passiere die beiden Molenköpfe, die Hafengrenze, wisst ihr, unter welche Regeln ihr dann fallt? Landkreis Pinneberg. Helgoland gehört zu Pinneberg. So wie ihr, wenn ihr nach Cuxhaven reinfallt, unter die niedersächsischen Hafenverkehrsregeln für das Befahren der Seehäfen Cuxhaven fallt. Kommt ihr über die Hamburger Landesgrenze, fallt ihr unter die Regeln des Hamburger Hafens. Von der Kaskade her habe ich also KVR, internationales Recht, gültig überall, wo Seeschiffe fahren, eher auch im Hamburger Hafen. Danach die deutsche Seeschifffahrtsstraßenordnung, danach dann noch regionale Bestimmungen, die sich die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vielleicht mal halt einfallen lassen, habt ihr mal gelernt als Bekanntmachungen der WSD, lassen wir jetzt weg, und dann städtisches Recht, die Hafenverkehrsordnung. Wenn jemand im Hamburger Hafen segelt, muss er die Regeln der KVR kennen, denn die gelten, der Seeschifffahrtsstraßenordnung kennen und der Hamburger Hafenverkehrsregel. Steht eine mit der anderen im Widerspruch, muss welche in den Vorrang treten. Sonst macht sie keinen Sinn. Es ist das Gegenteil von dem, was wir aus unserem Alltag kennen, das Gegenteil von politischem Recht. Der Hamburger Senat darf nichts beschließen, was gegen Bundesrecht geht und schon gar nicht gegen europäische Direktiven. Das ist doch die Idee von Europa. Da reden wir von politischem Recht, gesellschaftlichem Recht. Man will ein Volk ein- und nicht auseinander dividieren, so wie das gerade viele wieder versuchen. In dem Moment, wo ich von technischem Recht rede, rede ich von Regeln, die angepasst sind an dieses Revier. Also muss im Hamburger Hafen alles Vorrang haben, was Hü sagt, auch wenn die anderen Regeln Hort sagen. Ist es denkbar, dass es eine Hafenverkehrsordnung gibt, die sagt, in diesem Hafen ist Segeln verboten? Ja, und das sind gar nicht wenige Häfen.
Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sprich, ich brauche Literatur oder ich brauche einen Lotsen. Den Lotsen vergessen wir mal, das können wir uns alle nicht leisten. Also kaufen wir uns vorher ein Buch, was gilt denn nun in dem Hafen? Ich bin noch nie in meinem Leben nach Bremerhaven reingesegelt. Wir sind immer unter Maschine gefahren. Die Weser ist auch eine andere Nummer als die Elbe. Ich habe keine Ahnung, ob es da eine Regel gibt, in der man vielleicht nicht segeln dürfte. Ich wüsste nicht, aber ist es denkbar? Soweit alle im Film? Also, das ist erstmal die Abgrenzung der Regeln. Die KVR gelten überall. Die Ausweichregeln der KVR habt ihr auch alle mal gelernt. Die würde ich nicht auswendig lernen, sondern die Ausweichregeln der KVR basieren schlicht auf der Manövrierfähigkeit der Schiffe. Der, der gut manövrieren kann, weicht dem, der weniger gut manövrieren kann, aus. Punkt. Aber sie sind alt. Als dieser Teil der Ausweichregeln geschrieben wurde, gab es keine Sportsegler. Deswegen, historisch bedingt, ist dieses Maschinenschiff weicht Segelfahrzeug aus. Tatsächlich ist es doch heute so in den meisten Situationen, zumindest mit meinen Schiffen, dass man einmal am Lenker dreht und es ist 0, nichts weg, wo der mit seinem 250, 300 Meter Containerschiff sonst was für Probleme hat, um irgendwo aus dem Weg zu gehen. Wir reden nochmal nach den Ausweichregeln der KVR, freier Seeraum, draußen. Soweit alle dabei? Gut. Unser Schiff fährt von Helgoland aus los und will in die Elbe rein. Da. Damit fällt er, während er in dem Helgoländer Hafen herumfährt, unter die Regeln der Helgoländer Verwaltung. Danach fällt er unter die Regeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung und danach nur noch KVR. Kommt er über diese seewärtige Grenze, so wie du sie richtig genannt hast, fällt er zusätzlich unter die Regeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Bekannt machen Wasser- und Schifffahrtsdirektion, biegen sie nach Cuxhaven, ab Cuxhaven und so weiter. Das ist die Kausalkette, die man einfach im Hinterkopf haben muss. Soweit alle dabei? Gut. Erstes Problem, er will in die Elbe. Gucken wir uns das mal ein bisschen größer an. Erinnert ihr noch, wie man ein solches Gebiet nennt, das im Straßenverkehr einer Autobahn ähnelt? Hier eine rötliche Zone, die nicht befahren sein soll. Da steht es, Traffic Separation Scheme Elbe Approach. Hier eine Außengrenze, hier eine Außengrenze. Und rote Fahrtrichtungspfeile. Womit kann man einen solchen Zwangsweg 1:1 vergleichen im Straßenverkehr? Mit einer Autobahn. Ich habe Fahrwege, die alle einhalten müssen. Deswegen habe ich hier diese roten durchgezogenen Pfeile. Die laufen in die Richtung und die laufen in die Richtung. Darf ich mit einem, das sind doch Wege, die gemacht sind für die Großen. Darf ich mit einem kleinen Fahrzeug dieses Gebiet befahren? Ja. Ja. Aber es ist nicht schlau. Deswegen gibt es eine Mindestgeschwindigkeit, wie sie für Autobahnen vorgeschrieben ist. Wenn ein Fahrzeug nicht wenigstens 60 Sachen fahren darf, darf er auf der Autobahn gar nicht fahren. So was haben wir hier nicht. Es ist unklug, das Gebiet zu benutzen. Ihr seid im permanenten Stress. Darf ich außerhalb dieses Verkehrstrennungsgebietes fahren? Ja. Ja. Und jetzt eine der banalsten Fragen, die, wenn wir uns den Unfall des Segelschoners Elbe 5 zum Beispiel nachher mal angucken, eine ganz zentrale Rolle spielt. Wo muss ich fahren, wenn ich ein Fahrwasser oder ein Verkehrstrennungsgebiet nicht benutze? Die Älteren von euch hatten das mal als Sportboot-Seeprüfungsfrage. Die Frage lautete, was haben Sie durch Ihre Fahrweise zu erkennen zu geben, wenn Sie ein Fahrwasser nicht benutzen? Dass ich es nicht benutze. Deutlich draußen fahren. Also nicht an der Kante, Tonnenstrich oder von Tonne zu Tonne. Ich muss klar erkennbar draußen oder drinnen fahren. Okay? Also, wer das Verkehrstrennungsgebiet nicht nutzen möchte, und das wäre mein Rat an euch, der hält mit seinem Schiff hier draußen vorbei und geht dann diesen Weg. Mit deutlichem Abstand zu dem Beginn des Verkehrstrennungsgebietes laufe ich hier durch und fädel mich dann entsprechend ein. Das Problem ist, viele kommen gerne über diese Rede. Eine Rede ist ein Ankerplatz, ein Warteplatz. Da draußen geht's der Frachtschifffahrt nicht besonders gut. Man kann das wunderbar daran erkennen, global, wie voll diese Reden sind. Je voller die Reden sind, desto weniger Fracht gibt es, desto mehr Schiffe ankern auf diesen Reden. Das ist ein direkter Indikator für, was ist draußen los und wie teuer sind die Frachtraten. Für uns Wassersportler sind diese Reden ein Segen. Ihr könnt von da aus mindestens 4-5 Stunden lang noch kein Land sehen. Aber da draußen ist wie eine fest verankerte Kleinstadt. Ihr wisst sofort, da geht's in die Elbe.
Ich lasse alle ankernden Schiffe links und fahre rechts an ihnen vorbei und bin im Fluss Elbe. Wie so ein Vorposten der Zivilisation liegen die da draußen rum. Dies ist für uns eine der wichtigsten Meldungen in der stündlich verbreiteten Lagemeldung. Auf Außen-Elbe-Rede liegen 4 Ankerlieger. Ja, einen von denen siehst du allemal, selbst wenn die Sicht schlechter wird. Auch im Radar geben die ein wunderbares Ziel. Dazwischen dürft ihr auch durchfahren, ihr seid durchaus eine Attraktion. Auf der Brücke herrscht dann relative Aufregung, weil die ihre Radargeräte in einer Standby-Alarmmodus-Variante laufen lassen. Wenn euer Schiff auch nur halbwegs einen vernünftigen Radarreflektor hat, gibt's auf dem Schiff los. Nöck, 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 nöck. Und ein Offizier rennt zum Radar, weil er denkt, irgendeiner rammt ihn. Tatsächlich segelt ihr nur dicht an ihm vorbei. Das geht so weit, dass die ihre Schallsignalanlagen dann auch automatisch starten. Erinnert euch noch ganz dunkel, die läuten eine Glocke, wenn sie vor Anker liegen. Und es gibt ein Zusatzsignal, das das Typhon geben kann, wenn jemand glaubt, er kommt mir zu nah. Das ist dieses kurz, lang, kurz. Das passiert dann auch. Spätestens dann rennt der Alte in Unterhose nach oben und guckt, was da oben los ist, wenn sein eigenes Typhon anfängt mit kurz, lang, kurz. Im Nebel erzeugt ihr damit eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber gerade im Nebel sind die Dinger eben schick, weil man ein wunderbares Radarziel hat und findet die Elbe viel besser. Also, wer hier rüberfährt, hat folgendes Problem. In dem Moment, wo er über das Verkehrstrennungsgebiet möchte, verstoßen fast alle gegen diverse Regeln. Menschen sterben immer wieder, wenn sie versuchen, zu Fuß über eine Autobahn zu rennen. Wir überleben im Regelfall, wenn wir versuchen, über eine verkehrsreiche Straße zu rennen, weil die Geschwindigkeiten nur halb so hoch sind und weil die Flächen kürzer sind. Wer über eine Autobahn rennt, ist eigentlich schon tot in dem Moment, wo er losrennt. Deswegen hat der Gesetzgeber eine Regelung geschaffen, die ihr auch alle mal gelernt habt, nämlich, wenn jemand das Gebiet quert, was er ja eigentlich nicht soll, soll er rechtwinklig rüber. Weder Wind noch Strom vorhalten. Auf die Art und Weise erreicht man zweierlei. Wenn euer Rumpf rechtwinklig zum übrigen Verkehr liegt, ihr liegt rechtwinklig zum übrigen Verkehr, da, dann gebt ihr ein größtmögliches Ziel im Radar. Das ist eine Riesenfläche, die im Radar wunderbar auffällt. Und zweitens, man weiß, der will da rüber und ist nicht irgendwie ein komischer Querfahrer. Das kann richtig teuer werden. In England sind das locker 5.000 Pfund für das falsche Befahren des Verkehrstrennungsgebietes Dover-Calais. Vorsicht, hier ist es nicht ganz so teuer. Also, das ist schlicht grundfalsch. Ihr bestimmt den Kurs rechtwinklig hierüber. Das ist einfach. Das ist doch ein genauer Ost-West-Kurs, also ist das genau eine Nord-Süd-Achse. Und dann werdet ihr eben versetzt. Bei welcher Strömung würdet ihr versuchen, ihr kommt von Helgoland und wollt in die Elbe, bei welcher Strömung würdet ihr versuchen, dort anzukommen? Bei Flut oder bei Ebbe? Ihr wollt von Helgoland aus die Elbe hoch. Soll das Wasser reindrücken oder raus? Reindrücken. Also habt ihr, wenn ihr es richtig getimt habt, diesen Flutstrom. Also bewegt ihr euch so. Euer Schiff ist ausgerichtet rechtwinklig zur Achse des Verkehrs, aber ihr rutscht in diesem Winkel weg. Wer mal einen höheren Segelschein gemacht hat, SKS, SSS oder so, kennt das als die sogenannte BS, Beschickung für Strom. Ihr legt damit de facto einen längeren Weg zurück, aber ihr seid schneller aus dem Weg. Nicht vorhalten, nicht den Rumpf gegen den Widerstand drehen. Okay? Besser, das wäre mein Rat, besser Umweg von einer halben Stunde ungefähr, gar nicht erst in dieses Kuddelmuddel hineinfahren. Nicht hier rüber, sondern früh ansetzen und außen rumfahren. Frage. Wo ist denn die elfseitige Grenze dieses Verkehrstrennungsgebietes? Also. Da, wo der die rote Grenze gerade ist? Ich nehme das hier mal raus. Und mal sie da nach. Da ist der rote Strich. Zwischen der grünen 1, das hier ist die grüne 1, und der roten 2. Und rechts davon dürfte man dann durch? Ja. Wenn du das tust und hast relativ viel Wind und Welle, drohst du Gefahr oder läufst unter Umständen Gefahr, dass es ziemlich flach wird und ziemlich wellig. Mir ist da meine 6 Meter Welle entgegengelaufen. Wir können da gleich mal drauf gucken, da wird es immer flacher. Man nennt es den Vogelsand. Da gibt es nach wie vor 2 Wracks, der war ich ein Jahr alt, die innerhalb von 4 Wochen nebeneinander starken, wie parkten die Onno und die Fides, die gucken bis heute noch aus. Da wäre ich sehr vorsichtig in der Ecke. Das ist jetzt aber eher Seemannschaft als Verkehrsrecht. Aber möglich ist es, erlaubt ist es.
Wenn die Verhältnisse ruhig sind, gehen wir oft bis zur Tonne 6 oder 8 und ziehen erst da rein, aber möglichst nicht durch das Verkehrstrennungsgebiet hindurch. Also, zusammengefasst. Das hier ist eine Art Autobahn für Schiffe. Es dient der Organisation des Verkehrs. Keiner soll irgendwie quer, kreuz und quer durch die Gegend fahren, sondern ähnlich wie auf Luftfahrtstraßen, wie auf Autobahnen, fahren sie alle schnurstracks hintereinander her. Sie halten sich fern von der Trennzone in der Mitte, so wie wir uns fernhalten, bis auf die notorischen Linksfahrer, von Leitplanken und Grünstreifen zwischen den Fahrbahnstreifen. Und wir rennen nach Möglichkeit nicht drüber weg. Wir setzen davor an oder dahinter an. Welche Verkehrsvorschriften gelten in dem Bereich, den ich hier beschrieben habe? Nämlich seewärts der roten Linie. KVR. Wer hat, wenn ich hier ein Frachtschiff habe und hier unseren Segler, der hier runterkommt, wer ist dann Kurshalter, wer ist ausweichpflichtig? Das Frachtschiff oder der Segler? Nein. Nach KVR, uralte Regeln, Manövrierfähigkeit vor 70, 80 Jahren, ist das Maschinenschiff dem Segelfahrzeug gegenüber ausweichpflichtig. Das lieben die nicht und das hören auch die Kollegen nicht gerne, wenn ich das jetzt so sage, aber an dieser Stelle ist das Maschinenfahrzeug ausweichpflichtig. Der Segler ist Kurshalter. Warum hat man eine relativ gute Chance für die, die die Gegend da draußen so ein bisschen kennen, dass diese Regeln auch durchsetzbar sind? Das eine ist ja immer Recht haben und das andere ist auch Recht durchsetzen. Und nicht, es gibt noch nicht mal einen Grabstein, wenn es schief geht. Was gibt es da draußen? Wer passt quasi auf uns auf? Die Radarüberwachung. In diesem Bereich ist es die Radarüberwachung, vielleicht schon der Elbe, ansonsten ist es die Radarzentrale, die in Wilhelmshaven sitzt, die nennt sich German Bight, Deutsche Buchtüberwachung. Und die gucken da sehr genau drauf. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, es wird ernst, braucht ihr die nur rufen und dann werden die mit einem quasi entschuldigenden Ton diesen Kapitän rufen und ihm sagen, er möchte bitte die Regeln einhalten. Okay, die Lotsen nennen uns die Stangenboote, schon wieder Stangenboote im Weg. Okay. An dieser Stelle müssen sie uns ausweichen. Ihr seid außerhalb des Verkehrstrennungsgebietes. Mhm. Wer entscheidet eigentlich darüber, ob ich mich selbst auf einem Motorschiff als manövrierbehindert sehe? Kann ich das so entscheiden? Ich hänge da oben. Also, ich wiederhole nochmal die Frage, weil ich nicht sicher bin, wie viel dieses Mikrofon so kann. Also. Die Frage ist, wer entscheidet auf diesem Schiff, ob ich manövrierbehindert bin oder nicht? Du bist nie manövrierbehindert. Nehmen wir das kurz nochmal auf. Sportfahrzeuge werden nicht eingesetzt, um irgendetwas zu tun. Weder im öffentlichen Auftrag Taucharbeiten, Baggerarbeiten und dergleichen. Wir sind nie manövrierbehindert. Nein, ich meine das Motorschiff. Kann der, wenn er sieht, dass er ausweichen okay, müsste, machen wir erst kurz zu Ende. Sportfahrzeuge sind manövrierfähig oder manövrierunfähig, kaputt. Gut. Ob ein Maschinenfahrzeug, also ein großes Fahrzeug jetzt, als manövrierbehindert gilt, als tiefgangbehindert gilt, sind technische Regeln. Bei einem Salzgehalt des Gewassers, bei dem Tiefgang, bei den Wasserständen und dergleichen mehr, da gibt es Tabellen, werden die eingestuft als solche. Dann sehe ich aber die entsprechenden Zeichen, tags wie nachts, und die Revierzentrale spätestens würde sagen, grundsätzlich haben Sie ja recht, aber das ist ein manövrierbehindert bzw. tiefgangbehindertes Fahrzeug, wenn er noch außerhalb der deutschen Seeschifffahrtsstraßenordnung ist, und dem müssen Sie jetzt wieder ausweichen. Das ist also nicht so, dass der Kapitän sagt, ich komme hier in eine schwierige Situation, weil rechts wird es flach, links habe ich den Gegenverkehr. Das wäre was. Wenn jeder Kapitän selber sagen würde, jetzt wird es mir zu eng, Warnblinker an und durch. Okay? Nein. Nein. Kein Schiffsführer, weder Sportschifffahrt noch Berufsschifffahrt, darf selber sagen, jetzt wird es mir zu eng und ich mache jetzt mal einen Warnblinker an, das wäre so die Alternative und zeige entsprechend nach. Dann würden sie alle nur noch blinken durch die Gegend fahren. Okay. Frage? Nee, alles gut. Okay. Soweit erstmal verstanden, worum es geht. Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hochgucken. Ja. Blaulicht wäre noch eine richtige Maßnahme. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hochgucken. Da. Dann beginnt jetzt hier eine Kennzeichnung, die wir im Straßenverkehr als Bürgersteig kennen, beziehungsweise außerhalb von geschlossenen Ortschaften eben als weiße durchgezogene Linie. Da.
eine Markierung, wo ist tief, wo ist flach. Die Markierung ist auf der Steuerbordseite in Europa grün und die Verbindungslinie wird als grüner Tonnenstrich bezeichnet. Auf der Backbordseite, analog zum Backbord-roten Licht, ist sie in Europa, Vorsicht, in den meisten Teilen der Welt ist es genau andersrum, eine rot gebildete Linie. Die gedachte Linie von Tonne zu Tonne ist dann der sogenannte rote Tonnenstrich. Fahrt ihr innerhalb des Fahrwassers, sollt ihr vernünftig innerhalb des Fahrwassers fahren, fahrt ihr außerhalb des Fahrwassers mit deutlichem Abstand und nicht schlechtestenfalls Slalom irgendwo zwischendurch. Einverstanden? Das ist wichtig, dass man das klar kriegt, vor allem wenn man nachher Unfälle anguckt. Diese Fläche heißt Seeschifffahrtsstraße. Und es gelten die Regeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung und der KVR, beide analog. Diese Fläche, markiert oder unmarkiert, wie auch immer, ist ein Schlauch, eine Straße, durch die man rein und rausfahren kann. Die hat die höchste Anforderung, was die Verkehrsregeln angeht. Es sind ausschließlich die deutschen Regeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Deren Regeln sind super leicht. Sie sind 1:1 wie die Regeln der Straßenverkehrsordnung und die befolgen wir offensichtlich alle, sonst wären wir nicht mehr am Leben. Es ist völlig wurscht, ob einer ein Fahrrad fährt, ein LKW, ein Heizöllaster oder ein Omnibus. Jeder, der auf der Vorfahrtsstraße ist und rechts in die richtige Richtung fährt, hat Vorfahrt vor allen anderen. Da gibt es auch den Begriff Vorfahrt. Wenn ich mit meinem Segelboot hier runter segel, da, Wind kommt von da, und ich habe ein anderes Fahrzeug, das hier quer durchfährt, dann bin ich derjenige, der Vorfahrt hat. Es ist völlig wurscht, was der andere für ein Fahrzeug ist. Ich bin auf der richtigen Seite, rechts, ich folge dem Fahrwasser. Kommt von hier einer raus und will hier rein, hat er zu warten. Der dreht Kreise, bis ich aus dem Weg bin. Ein Fahrzeug, das sich auf einer Straße befindet, hat im Straßenverkehr immer Vorfahrt gegenüber einem Fahrzeug, das auf irgendeinem Parkplatz steht, blinkt und will von dem Parkplatz auf die Straße. Das gleiche gilt auch für Fähren, klassisch. Brunsbüttel, weiter rein, Glückstadt, wir schaffen. Die Elbquerung, am Wochenende sind die richtig sauer, dann tauchen sie schon im Verkehrsfunk auf mit 1,5 bis 2 Stunden Wartezeit für die Autofahrer. Die Elbfähren sind ausweichpflichtig. Sie queren das Fahrwasser der Elbe zwischen Glückstadt und Wischhafen. Also, außerhalb des Fahrwassers ist genauso Seeschifffahrtsstraße. Aber es gelten die Ausweichregeln der KVR. Der gut manövrieren kann, geht dem, der weniger gut manövrieren kann, aus dem Weg. Ein Frachter wird sich da sowieso nie treffen. Wo soll der fahren? Das ist kein Wasser für den. Im Fahrwasser gilt, derjenige, der auf der richtigen Seite in die richtige Richtung fährt, ist derjenige, der Vorfahrt hat und die anderen müssen sich nach ihm richten. Wie ist das auf der richtigen Seite? Ich habe auch mal gehört, dass er auch auf der verkehrten Seite ist. Aber nur, wenn er da alleine ist. Ja. Spielen wir gleich durch. Also, Abgrenzung bis hier, wie so eine Art Vorfilter, der Trichter KVR, Verkehrstrennungsgebiet. Mein Rad drumherum fahren und wenn dann durch, das sind doch nur 3-4 Meilen, mehr ist das nicht, wenn dann durch, dann bitteschön auch so wie die Regeln es verlangen. Wenn jemand mutig ist, außen bleiben. Über den großen Vogelsand, über die Ausläufer des großen Vogelsandes und dann hier unten irgendwo reinkommen. Dies sind die Symbole für Ondo und Fides, halbgetauchte Wracks. Bitte nicht daneben parken. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante habe ich hier links im Bild mit schwarz beschrieben, nämlich außenrum kommen, von Westen kommen und einfädeln. Kurz am Rande für die, die sich auch für dieses Gebiet interessieren. Wenn man den Strom maximal, optimal mitkriegen will, ist das hier der richtige Weg. Denn auf der Südseite der Elbe, hier unten, dreht der Strom fast 1,5 Stunden früher in die richtige Richtung als oben in der Nordseite. Das ist jetzt sowas wie Wasserbau. Also was zunächst mal wie ein Umweg aussieht, weil man westlich des Verkehrstrennungsgebietes reinkommt, ist de facto nicht der längere Weg nachher, weil der Strom schneller schiebt. Hier oben mag man einen kürzeren Weg haben, der ist auch deutlich kürzer, aber der Strom läuft noch gegen an. Gleich wieder Wasserbau, wird wieder zum Teil kompensiert, wenn man mutig ist, weil das Wasser flach ist. Und in flachem Wasser ist die Stromgeschwindigkeit nicht so hoch wie in tiefem Wasser.
ist es so ein bisschen wie ein Jurist formulieren würde. Eigentlich und andererseits. Beides kann richtig sein. Okay? Man muss es dann gegeneinander wichten. Aber Vorsicht, da oben ist verdammt viel Welle. Das ist die Ecke hier, wo ich mal so eine 6-Meter-Welle hatte. Da kommt einem so ein zweistöckiges Haus entgegen. Und zwar fast senkrecht. Bei welchem Wetter? Bei ungefähr, also ablaufend Strom und etwa Nordwest 6. Da haben wir da Seegangsverhältnisse, die sind wie auf der Ostsee bei 8 bis 9. Ja. Soweit alle im Film? Machen wir dazu ein paar Beispiele. Da. Wir bauen mal ein Fahrwasser. Warum bewegt er sich komplett? Hat der aus der Datei vorhin? Der hat ein Bild gemacht aus der Datei vorhin. Das sind keine einzelnen Elemente mehr, sondern der hat die gesamte Datei einmal runtergefahren und wieder hochgefahren. Richtig? Ich kann die Tonnen nicht mehr einzeln anfassen, so wie es aussieht. So. Dann behelfen wir uns einfach. Kein Problem. Also, das hier sind die roten Tonnen. Das hier sind die grünen Tonnen. Das hier ist Ufer. Und das hier ist Ufer. Wo ist in dem Bild die See? Wo geht es Richtung Meer? Und wo geht es Richtung Hafen? Was ist hier rechts unten? Wir sind in Europa. Das ist die See. Die Idee ist, das von See kommende Schiff hat an seiner Steuerbordseite nicht nur nachts ein grünes Seitenlicht, sondern auch den grünen Tonnenstrich. Spitze Topzeichen, ungerade Zahlen. Und an seiner linken Backbordseite rotes Licht nachts. Rote Tonnen, stumpfes Topzeichen und nicht so ein komisches Spitze, stumpfe Topzeichen und so weiter. Alle einverstanden? Jetzt die Regeln. Wie nennt der Gesetzgeber die Wasserfläche von Uferkante bis Uferkante, wenn das in Deutschland ist? Alles ab rote Linie rein Richtung Küste. Heißt? Eine Seeschifffahrtsstraße. Welche Verkehrsbestimmung gilt von Uferkante bis Uferkante? Und? KVR und Seeschifffahrtsstraßenordnung. Wie nennt der Gesetzgeber die gedachte Fläche begrenzt durch die jeweilige Tonnenlinie? Fahrwasser. Welche Verkehrsregeln gelten dort? Und KVR. Vorsicht. Ich will versuchen, dass das nicht in so einen großen Juristereikurs ausartet, aber man muss einmal die Regeln voneinander abgrenzen. Die KVR gelten überall, wo Seeschiffe fahren können, weltweit. Die Seeschifffahrtsstraßenordnung gilt ab rote Linie Seekarte bis rein in die Häfen. Die KVR und die Seeschifffahrtsstraßenordnung gelten. Jetzt kommt die Abgrenzung. Die Fläche von Tonne bis Tonne nennen wir ein Fahrwasser. Die Fläche Tonne bis Ufer nennen wir außerhalb des Fahrwassers. Das eine ist die Straße, das andere ist der Bürgersteig. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied für die Ausweichregeln. Nach welchen Regeln wird hier außerhalb des Fahrwassers auf dem Bürgersteig gefahren und ausgewichen? Nur KVR. Und innerhalb des Fahrwassers? Nein, nur Seeschifffahrtsstraßenordnung. Sonst hätte sich ja nichts geändert. Auf dem Bürgersteig außerhalb des Fahrwassers ist das Maschinenfahrzeug immer dem Segelfahrzeug ausweichpflichtig, weil es nach der Idee der KVR, wer kann gut manövrieren, wer kann weniger gut manövrieren, ausweichpflichtig ist. Wie ist das im Fahrwasser? Womit, hatte ich gesagt, lässt sich eins zu eins dieses Regelwerk vergleichen? Mit der Straßenverkehrsordnung. Und da steht nichts von wegen Moped ist ausweichpflichtig gegenüber einem Taxi. Jeder, der auf der richtigen Seite rechts fährt, hat Vorfahrt gegenüber allen anderen. Wenn dieses Fahrzeug hier runterfährt, wir nennen es Fahrzeug 1, und von hier kommt ein Segler rüber, der hier rüber segeln will, dann nennt man dieses Verhalten von Segler 2 wie? Sowohl in der Sprache der Segler als auch in der Sprache der Juristen. Kreuzen. Er kreuzt das Fahrwasser.
Wie hat sich Segler 2 gegenüber Schiff 1 zu verhalten? Genauso. Eine Art Wartepflicht, nicht Behinderungsgebot. 1 hat Vorfahrt. Jetzt ist das unser Segler. Immer noch. Es ist völlig wurscht, was Fahrzeug 1 für eine Antriebsart hat. Nochmal. Auch im Straßenverkehr ist es völlig wurscht, ob ein Moped auf einen BMW und der wiederum auf einen Bus und einen Heizöllaster trifft. Wer auf der richtigen Seite rechts fährt, hat grundsätzlich Vorfahrt. Fertig aus. Dieses Schiff trötet 2 kurze Töne und will damit anzeigen, dass es nach Backbord wegläuft. Zu welchem Verhalten führt das bei Nummer 1? Er fährt weiter und hofft, dass es gut geht, denn er hat Vorfahrt. Fertig aus. Einverstanden? Im Straßenverkehr würden wir sagen, der muss sich links einordnen, blinken und warten, bis es losgeht. Und genau dieses links einordnen und warten ist mit einem größeren Seeschiff ein echtes Problem. Okay? Zumindest bei der Strömung da draußen. Also, im Fahrwasser, nach den Regeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung, geht es nur darum, wer nutzt das Fahrwasser in der richtigen Richtung. Fertig aus. Richtige Richtung, aber präziser machen wir es jetzt nicht, gilt als plus minus 10 Grad vom Kurs abweichend maximal. Also ein relativ kleiner, divergierender Spielraum, in dem ich fahren darf. Soweit alle konform? Gut. Jetzt kommt etwas, was kurioserweise bei Sportboot See bis heute nicht geschult wird, was aber eklatant wichtig ist. In den KVR gibt es eine Regel, die heißt im Englischen Narrow Fairways, enge Fahrwasser. Die Regel besagt, in einem engen Fahrwasser müssen Fahrzeuge, Maschinenfahrzeugen von mehr als 20 Meter Länge, die dem Weg folgen, sprich die richtig fahren, grundsätzlich ausweichen. Also in engen Fahrwassern haben die großen Vorfahrt, so kann man es auch übersetzen. Das ist KVR. In der deutschen Seeschifffahrtsstraßenordnung, Paragraph 2, sind nur Begriffe und Definitionen. Und dort steht der Satz, alle Fahrwasser in Deutschland sind enge Fahrwasser im Sinne der KVR. Alle Fahrwasser sind eng. Das heißt, wenn ich hier segel, und von hinten kommt ein großer auf, dann kollidieren tatsächlich 2 Rechtsvorschriften. Eine echte Kollision. Wie nennt nämlich beide Regeln, KVR und Seeschifffahrtsstraßenordnung, ein Fahrzeug, das sich einem anderen in dessen Hecklichtsektor nähert? Und das tut er doch ganz offensichtlich. Das ist ein Überholer. Und ein Überholer muss immer ausweichen. Jetzt ist er aber in einem Fahrwasser unterwegs und dieses Fahrwasser gilt, alle Fahrwasser sind enge Fahrwasser, ist er, der Kleine, darauf angewiesen, ihn nicht zu behindern. Das bedeutet für den Segler, dass er wo fährt? Wo geht stressfrei? Wenn er kann, außerhalb. Muss er? Nein, eine Menge Lotsen hätten das gerne. Bisher lässt sich das noch verteidigen. Wo fährt er deswegen, damit er wirklich wieder zu einem Überholer wird? Er muss das Fahrwasser nicht verlassen. Also fährt er wo? Äußerst rechts. Er fährt wirklich von Tonne zu Tonne. Äußerst rechts. Dann ist es kein Problem mehr für die großen Seeschiffe. Die werden höchstens auf 50 Meter an so eine Tonne rangehen. Allein schon der Sog, den die erzeugen, ist für die Tonne eine große Gefahr. Mit großen Seeschiffen gibt es null Problem, wenn man äußerst rechts im Fahrwasser fährt. Wer bleibt dann in diesen starken Fahrwassern? Warnow und alter Strom und so sind ähnliche Probleme. Wer bleibt dann immer noch ein Problem für uns? Wer ist groß und fährt auch knapp von Tonne zu Tonne da draußen? Die Binnenschiffe. Die Binnenschiffe sind ein großes Problem. Einer meiner Skipperinnen ist es passiert, die Revierzentrale hat sie gefragt, ob sie ihn anzeigen will. Sie hat gesagt, davon wird es auch nicht besser. Ein Binnenschiffer hat sie fast überfahren, nachts vor Bützfleet. In dieser Situation, der Binnenschiffer voll, Svenja hinten drauf. Also, das Problem ist, dass die Binnenschiffe ein relativ geringes Verdrängungsvolumen haben. Die haben doch nur einen Tiefgang von 1 Meter, 1,10 Meter. Und es wird immer weniger, weil die Flüsse immer weniger Wasser führen. Die haben nicht das Problem, dass sie die Tonnennähe meiden müssen. Die sollen auch den Großen aus dem Weg gehen. Also gehen sie an die Kante. Erstes Problem. Zweites Problem, sie fahren unterbemannt. Insbesondere bei Strecken, wo es lange geradeaus geht, bin ich mir nicht sicher, dass der da auch steht. Ich habe mehr als einmal erlebt, dass da nur eine Öljacke hing, die so aussieht, als ob da ein Mann steht. Der ist pinkeln oder guckt mal kurz aus Fernsehen und am schlimmsten sind Smartphones.
überall da, wo es keine Kursänderung gibt, müsst ihr vorsichtig sein. Wenn ihr wisst, es geht jetzt mehrere Kilometer geradeaus, habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass gar keiner da ist. Und das dritte Problem, und das ist vielleicht das größte, die Binnenschiffer glauben auch noch, sie sind im Recht. Wir machen jetzt einen kurzen Ausflug in die Binnenschifffahrtsstraßenordnung. Habt ihr mal gelernt, wenn ihr Sportboot Binnen gelernt habt? Gilt hier nicht, machen wir auch heute Abend nicht, aber dass ihr einmal versteht, wo das Problem ist. In der Binnenschifffahrtsstraßenordnung wird nämlich unterschieden in Berufsschiffe und in Sportboote. Die nennen die nicht so, die nennen die Fahrzeuge und Kleinfahrzeuge. Aber wir reden von einem Binnenschiffer. Und der hat in seinem Alltag, dass er als Berufsschiffer immer Vorfahrt hat. Was hier nicht stimmt, definitiv nicht. Aber alle drei Probleme dazu, zusammengenommen, führen dann dazu, dass jemand wie Svenja durchaus mal mit einem lauten Hallo fluchtartig das Fahrwasser verlässt und 5 Meter hinterher rauscht die Welle durch. Die größte Gefahr auf diesen Flüssen, in diesen Fahrwassern, kommt immer von hinten. Nach vorne gucken wir alle. Ihr müsst auch mal nach hinten gucken. Okay? Die Binnenschiffe sind ein Problem. Also, es gibt tatsächlich, zusammengefasst, das Problem, dass zwei Dinge absolut kollidieren. Dies ist ein Überholer, damit ist er ausweichpflichtig. Es ist ein enges Fahrwasser. Alle Fahrwasser in Deutschland sind enge Fahrwasser. Der ist länger als 20 Meter, also muss ich ihm aus dem Weg gehen. Es gilt das Nichtbehinderungsgebot. Wenn sich alle an die Regeln halten, wir fahren nach Tiefgang gestaffelt. Je flacher unser Schiff geht, desto weiter rechts fahre ich. Ich muss nicht aus dem Fahrwasser raus. Desto weniger Probleme sollte es geben. Ausnahme, ganz sicher, leider die Binnenschiffe. Okay, kriegen wir auch nicht in den Griff. Keine Chance. Der Kommentar des zuständigen Nautikers in der Revierzentrale war schlicht, ich nehme eine Anzeige auf und Sie haben völlig recht. Ich glaube, sie hat sogar noch angerufen und mich gefragt, was sie machen soll. Ich sage, das macht es da draußen nicht besser. Man muss einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, aber die Anzeige führt nur zu Ärger. Klar kriegt sie recht, aber was soll das? Es ändert nichts an der Stelle. Ja. Soweit alle dabei? Gut. Jetzt zu konkreten Unfällen oder was häufig alles schon passiert ist. Ihr segelt hier herunter. So. Und habt hier zum Beispiel einen Fluss wie die Stör. Und ein Binnenschiff, das von Itzehoe oder Beidenfleet kommt. Das ist dann aber auf der anderen Seite. Aber ist egal. Machen wir jetzt ohne Beidenfleet. Das wäre falsch rum jetzt. Niedersachsen wird Schleswig-Holstein und umgekehrt. Also das hier ist das Nebenfahrwasser. Okay. Und hier kommt er raus. Und ihr segelt hier runter. Segler 1, Binnenschiff 2. Das sind dessen grüne Tonnen und dessen rote Tonnen. Wie nennt man die Fläche, aus der der kommt? Ein Nebenfahrwasser. Kann man noch die Regeln der Straßenverkehrsordnung anwenden? Hauptstraße, Nebenstraße. Passt das oder passt das nicht? Was denkt ihr? Es passt. 1:1. Und eben nicht, großes Fahrzeug, kleines Fahrzeug, enge Fahrwasser. Sie sind nicht auf der gleichen Fläche. Aber das erzählt man den Binnenschiffern. Also, wir mit unserem Segler haben Vorfahrt, weil wir auf der vorfahrtsberechtigten Fläche sind. Der kommt aus der nachgeordneten Nebenfahrwasserfläche. Er kann sich nicht auf die Regeln nach engen Fahrwassern und alle Schiffe über 20 Meter berufen. Das ist klassisch ein Unfallschwerpunkt, wo zwei wie im Straßenverkehr doch auch in Kreuzung, Einmündung und dergleichen mehr. Insbesondere im Nebel, da ist es mir mal passiert, dass so einer 10 Meter vor mir durchgerauscht. Da müsst ihr wirklich sehr aufpassen an der Stelle. Die Regeln sind völlig klar. Segler 1 ist in der Hauptverkehrsstraße, ist im Fahrwasser. Das Binnenschiff kommt aus einem Nebenfahrwasser, ist es nachrangig und damit ist der Segler automatisch vorfahrtsberechtigt. Was wäre, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Frage, die vorhin schon war, was wäre, wenn der Segler völlig falsch bei dem Wind so kreuzen würde? Der Segler ist alleine, das Binnenschiff ist alleine. Spielt es jetzt, wenn ihr diese Regeln gegeneinander abstuft, spielt es jetzt eine Rolle, ob der Segler richtig fährt oder falsch fährt? Nein, weil es wieder darum geht, vorrangige Fläche und nachrangige Fläche.
Der Segler ist auf der Vorfahrtsstraße. Ob er dort richtig oder falsch fährt, wäre ein Problem auf der Vorfahrtsstraße. Aber er ist auf der Vorfahrtsstraße. Einverstanden? Er hat ein Problem mit diesem Fahrzeug. Er hat ein Problem mit diesem Fahrzeug, weil die alle richtig fahren. Klar. Aber wenn er alleine ist, hat er nach wie vor Vorrang vor dem Binnenschiff, denn der ist gar nicht auf der gleichen Verkehrsfläche wie er. Ich hätte eine Frage, wie soll man sich dann verhalten, wenn man fährt, also wenn das Segel gut sind, weil einerseits, dass wir, derjenige soll, also klar erkennbar den Kurs halten, aber eigentlich sollte ich geradeaus durchbrennen. Jetzt sagst du gerade, soll aber aufpassen, das könnte natürlich sein, weil der Windschirm verdrängt und so weiter. Also, wir nehmen nochmal die Frage von Nicola auf. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Nicola, bist du in der Ausgangssituation, nämlich den gibt es nicht. Na, das macht sie alles nur komplizierter. Und den gibt es nicht. Und du sitzt auf diesem Schiff und guckst angsterfüllter zu dem Binnenschiff rüber. Genau. Okay. Folge den Regeln. Folge den Regeln. Vertraue der Macht. Alles klar? Folge den Regeln und fertig. Okay. Was passiert, Nicola, wenn du über den Tonnenstrich hinausfährst? Was ist jetzt? Also, jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt müsst ihr die Seekarte konsultieren. Ich würde sagen, wenn ich Nautiker wäre und müsste dieses Gebiet machen, dann würde ich sagen, dass dieses Nebenfahrwasser erst hier endet. Alles andere macht doch keinen Sinn. Der verlässt quasi das Gebiet eines Fahrwassers, er fährt aus den grünen Routen, fährt durch Niemandsland und wieder ins Fahrwasser. Das wäre schlecht. Was wäre jetzt? Nicola ist raus aus dem Hauptstrom und fährt schräg kreuzenderweise ins Nebenfahrwasser ein, aus dem das Binnenschiff kommt. Dann muss der Segler ausweichen. Der Segler fährt falsch jetzt in diesem angrenzenden Nebenfahrwasser. Wo wendest du, damit du weiterhin Vorfahrt hast? Deutlich vorm Tonnenstrich. Einverstanden? Hier wendest du. Okay? Gut. Jetzt, und die Fragen ehren dich ja, ne? Draufhalten ist nicht schlau. Was machst du, wenn diese Situation kommt und du hast Verständnis für diesen armen alten Mann da draußen, der mühsam versucht, sein Geld zu verdienen? Binnenschiffer betreiben ist das Gegenteil von Geld verdienen. Was tust du? Was tust du in der Situation? Du wendest weg, fertig aus. Du wendest an der Stelle. Alles klar? Du gehst ihm schlicht aus dem Weg. Okay? Du hältst hier rüber, der sieht, dass alles klar geht und du hältst hier wieder rüber und fertig. Kooperation. Wenn ihr frühzeitig aus dem Weg geht, verstoßt ihr gegen keine Regel. Wenn es erstmal eng und brenzlig ist, gucken wir uns gleich noch an bei anderen Sachen. Wenn es erstmal eng und brenzlig ist, ist es tatsächlich nur noch sinnvoll, auf den Regeln zu beharren. Und wenn es knallt, knallt es eben, dann habt ihr das Manöver des letzten Augenblicks oder vorletzten Augenblicks zu spät gefahren. Aber wenn ihr kooperieren könnt, gerade in diesen stark befahrenen Fahrwassern, dann würde ich das immer tun. Geht ihn rechtzeitig aus dem Weg. Wie könntet ihr die Situation schnell bereinigen? Es sind nur die zwei Fahrzeuge da draußen und das Ganze ist hier irgendwo mit einem der Nebenströme auf der Elbe. Wozu sind wir alle da draußen verpflichtet, wenn wir ein Funkgerät haben? Was müssen wir hören? Nein. Man kriegt das aus den, versteh mich nicht falsch, ich kriege das aus den Leuten, der Köpfen der Leute nicht raus, dass sie 16 hören müssen. Das ist vorbei seit 99. Welchen Kanal müssen wir abhören? Den Kanal der jeweiligen Revierzentrale. Bis Landesgrenze Hamburg, bis hinter die Brunsbütteler Schleusen ist das Kanal 68 und die nennen sich Brunsbüttel Elbe Traffic. Die ruft ihr nicht. Ihr wisst, alle müssen auf diesem Kanal hören. Das aus dem Nebenstrom XY auslaufende Binnenschiff vom Segler voraus, wir heißen Helgoland Express, wir wenden jetzt und machen ihnen Platz. Wisst ihr, wie die Antwort klingt? Das habe ich noch nie erlebt, danke. Alles klar? Das ist Kooperation. Okay. Welche Technik, meine Schiffe haben das alle und viele von euch kennen das auch von anderen Sportbooten, welche Technik macht das direkte Ansprechen 10-mal einfacher und viele haben das inzwischen? AIS. Wenn der ein AIS-Signal sendet, wenn ihr ein AIS-Signal sendet, dann klickt ihr auf diesen kleinen Vektor auf eurem Bildschirm und seht, wie er heißt.
Wenn ihr eine moderne Anlage habt, dann wird auf dem Kartenplotter das Wort Call eingeblendet. Und dann könnt ihr da drauf drücken und dann baut euer eigenes Funkgerät direkt ein Individual Call zu dem auf. Per DSC. Einfacher geht's gar nicht. Was macht ihr, wenn ihr den nicht kriegt? Ihr wollt aber etwas besprechen. Ihr ruft die Revierzentrale. Die sagen euch den Namen oder rufen ihn direkt. Auf die reagiert er sofort, sonst gibt's Ärger. Es ist nicht das Schlechteste, zur Not über den in Anführungszeichen Polizisten zu gehen, die sowieso den gesamten Verkehr im Blick haben. Zusammengefasst an der Stelle erlebe ich ständig, da seid ihr in bester Gesellschaft, es gibt keine Abhörpflicht mehr für 16, aber es gibt eine Abhörpflicht für den Kanal der Revierzentrale, durch dessen Gebiet wir fahren. Das ist ein bisschen kurios. Keiner von den Sportbootfahrern muss doch ein Funkgerät an Bord nehmen. Aber wenn ihr ein Funkgerät habt, müsst ihr auch den Kanal der Revierzentrale abhören. Diese Kanäle kriegt ihr aus der Seekarte. Im gesamten Hamburger Hafen gilt Kanal 74, ab Landesgrenze dann 68, wie ich schon erzählt habe. Und etwa so ab dem Abzweig Nordwestrede bei Tonne 54 ist es dann Kanal 71 an Cuxhaven vorbei und so weiter. Findet ihr alles in der Seekarte. Funken, miteinander reden, ist ein sehr probates Mittel, um Stress zu vermeiden. Dank AIS ist das eine wunderbare Sache. Als ich anfing, 1980, nannten wir das durch Funk oder Radar unterstützte Kollision. Man rief jemanden über Funk, verabredete etwas und eine Viertelstunde später knallte es fürchterlich, weil sich das Schiff dahinter gemeldet hatte und nicht der davor, mit dem man eigentlich reden wollte. Das ist dank AIS alles 10-mal einfacher. Okay? Soweit alle dabei? Gut. Nehmen wir eine Situation, wie wir sie hier haben, aber ich fürchte, da kann ich jetzt wieder nicht dran rummalen, weil das eine fertige Folie ist. Ja, das hatte ich befürchtet. Das geht jetzt alles nicht mehr. Malen wir uns wieder was selber. Nehmen wir den Unfall Elbe 5. Also, hier die grünen Tonnen. Hier die roten Tonnen. Hier Matsch und hier Matsch. Ein Frachter, der hier rausfährt. Und ein Segler, der hier draußen segelt. Dass ihr die Kausalkette auch noch in wenigen Stunden wieder herbeten könnt. Wie nennt sich die Wasserfläche, auf der sich der Frachter befindet? Fahrwasser. Wie nennt sich die Fläche, auf der sich der Segler befindet? Außerhalb des Fahrwassers. Nach welchen Regeln muss der Segler fahren und ausweichen, solange er da ist, wo er ist? KVR. Er hat Vorfahrt. Das ist falsch. Nur einmal, dass es richtig ist, insbesondere mit dieser Aufzeichnung. Wo taucht der Begriff Vorfahrt auf? In den deutschen Regeln oder international? Wir machen jetzt echt Haarspalterei, ich weiß, aber ich würde gern, dass dieses Video dann auch richtig ist. Nur in Deutschland. Wie nennt man nach KVR denjenigen, der scheinbar Vorfahrt hat? Kurshalter. Und das ist das Gegenteil von Vorfahrt haben. Kurshalter sein heißt, ich habe Pflichten. Ich muss den Kurs halten und ich muss die Geschwindigkeit halten. Das ist das Gegenteil von Vorfahrt haben. Viele von euch kennen mich und viele von euch kennen auch mein Verhalten in Sachen Auto und dergleichen. Ich habe erst sehr spät einen Pkw-Führerschein gemacht. Ich bin gestorben vor Angst, als ich einen Autoführerschein machen musste. Ich bin trainiert auf Abstände von mindestens 1000 Metern und von Bremswege 10 Kilometer. Und dann stecken sie mich in diese blöde Blechdose und alle rasen wie die Irren an mir vorbei. Ich glaube, wenn man den Begriff Vorfahrt eliminieren würde, gäbe es da draußen hunderte weniger Tote jedes Jahr. Vorfahrt ist ein aggressiver Begriff. Ich darf mich verhalten, wie ich will. Das ist das Gegenteil von dem, was man in der Seefahrt will. Alle tun alles, damit es nicht knallt. Also, der Begriff Vorfahrt ist ein Begriff, der auf die Fahrwasser angewendet werden kann. Der wesentliche Unterschied ist, er muss nicht Kurs halten, kann er nämlich gar nicht, wenn er eine Kurve gehen muss, und er muss nicht die Geschwindigkeit halten. Außerhalb des Fahrwassers muss er Kurs und Geschwindigkeit halten. Das ist eine völlig andere Nummer als Vorfahrt haben. Der Frachter hat Vorfahrt gegenüber dem Segler, weil er im Fahrwasser ist. Der Segler ist ausweichpflichtig gegenüber dem Frachter, weil er das Fahrwasser queren, einlaufen oder was auch immer tun will. Würde der Frachter, was er gar nicht kann, weil da nicht genug Wasser ist, würde der Frachter an dieser Stelle auf den Segler treffen,
wäre der Frachter ausweichpflichtig und das Segelfahrzeug wäre kurshaltepflichtig, weil sie außerhalb des Fahrwassers sind, nach KVR. Wir sind Menschen. Und nicht immer funktionieren unsere neuronalen Netze zwischen diesen beiden Ohren so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist offensichtlich an dieser Stelle passiert. Der Schiffsführer ist außerhalb des Fahrwassers. Und er tutet dieses Schiff an, dass es ihm ausweichen soll. Damit ignoriert er das Vorhandensein dieser Tonne. Er tut so, als wäre er im freien Seeraum. Was für ein Schallsignal trötet man, wenn man jemand anderen auffordert, auszuweichen? Fünf oder mehr kurze Töne. Das Unglück für alle Beteiligten ist, dass es darüber eine Videoaufzeichnung gibt. Man sieht, wie er guckt und springt hin und man sieht die Handbewegung, wie er selber auch noch trötet. Man kann sich auch sein eigenes Grab schaufeln. Das hier sind die grünen Tonnen. Das hier sind die roten Tonnen. Und sie waren nicht zu übersehen und alle Beteiligten waren schon öfter in diesem Gebiet unterwegs. Was ist das richtige Verhalten dieses Seglers in dieser Situation? Warum seid ihr noch am Leben und viele von euch segeln ja da draußen, Motorboot fahren da draußen? Was macht ihr in der Situation, damit es eben nicht knallt? Ihr dreht rechtzeitig weg. Einverstanden? Ihr dreht rechtzeitig weg. Ich gebe zu, bei der Geschwindigkeit, ich fand, er hat auch ganz schön viel Segel oben gehabt für den Tag, da ist nicht viel Platz. Das ist etwas, was ich beim Segeln auf der Elbe so reizvoll finde, dass man über einen Zeitraum von etwa 15 bis 20 Minuten tatsächlich taktisch planen muss. Man muss eine Idee haben, vor allem bei diesen großen, schweren Schiffen. Man muss eine Idee haben, wo bin ich wann und wo habe ich noch genug Platz, um irgendwas zu tun. Das war einfach verdammt eng. Der hätte sich hier halb tot gekreuzt. Aber er hat sich selber in diese Situation manövriert. Da darf man sich, meist beißt die Maus keinen Faden ab. Einverstanden? Spätestens ab diesem Punkt wäre er was gewesen? Ausweichpflichtig. Denn jetzt ist er ein kreuzendes Fahrzeug, das diesem Fahrzeug vor die Nase fährt. Einverstanden? Gut. Was hätte der Frachter tun können? Wie groß war der? Wir schätzen so um die 150 Meter, glaube ich, nur so ein Fieder. Was hätte der Frachter tun können? Signal geben. Tröten. Was hätte er noch tun können? Was hätte er noch tun können? Also funken, Signal geben. Was kann er noch versuchen? In der Situation kein Notstopp oder dergleichen mehr. Das könnt ihr komplett vergessen. Okay? Ab einer gewissen Größe, und das wissen viele in der Sportschifffahrt nicht, habt ihr überhaupt kein Wendegetriebe. Ihr habt einen Motor, wenn der rückwärts drehen soll, wird der Motor gestoppt und wird in die Gegenrichtung gestartet. Es gibt keinen Hebel, so wie ihr ihn kennt, mit vorwärts oder rückwärts. Die ganze Maschine muss quasi gekillt werden und wird in die Gegenrichtung wieder angeworfen. Das könnt ihr alles komplett vergessen bei der Geschwindigkeit. Wenn ich mit einem Frachtschiff irgendwo was wegbremsen will, gehe ich in den Kreis. Dafür ist hier aber kein Platz. Und der zweite Punkt, ich kann den Schiffsführer absolut verstehen, damit rechnet doch kein Mensch. Das ist doch fast ein suizidales Verhalten. Okay? Es gab auch schon mal einen deutschen Piloten, der einen Haufen Kinder gegen den Berg geflogen hat. Also, das hier ist schlicht, so behaupte ich es, sowas wie so eine Art Nervenzusammenbruch. Er wirkte ja ganz fit in dem Video, aber er hat alles falsch gemacht. Und das, glaube ich, kann man öffentlich inzwischen so sagen, nach dem, was wir wissen und was aus diesen Videos dokumentiert ist. Der war an einer völlig falschen Stelle zur völlig falschen Zeit. Alles andere, was dann im Nachgang kommt, er hat versucht noch wegzudrehen und dergleichen mehr. Und das Ruder und die Pinne haben eben Unterschiede. Da gibt es diverse Geschichten, die jetzt kreisen. Er wollte ja, das Ruder soll nach da, tatsächlich hat er aber eine Pinne und die muss in die Gegenrichtung. Das könnt ihr alles vergessen. Hat alles nichts mit diesem Abend zu tun. Das ist komplett Unsinn. Er war an der falschen Stelle zur falschen Zeit. Er hätte das Fahrwasser überhaupt nicht mehr befahren dürfen, bei der Nähe des Frachters zu diesem Tonnenstrich. Und es gibt null Grund, den dazu zu zwingen, quasi in den Gegenverkehr zu laufen. Zumal, so ein bisschen, was ich darüber weiß, ist, der hatte ja schon einen ordentlichen Abstand zum Tonnenstrich. Ich vermute, die sind früher schon ein Stück aus dem Weg gegangen. Aber das ist jetzt alles Vermutung und noch nicht mal Hörensagen. Okay? Nach dem, was es aus Bildmaterial gab, aus dem Videomaterial, gab es schon einen ordentlichen Abstand zum roten Tonnenstrich. Und in die Richtung kann er gar nicht weg. Das sagt einem nur, dass wenn man im Baum der Erkenntnis sitzt, dann muss die Alarmglocke klingeln. Ja, okay. Hat aber leider nicht geklingelt. Der Rest der Geschichte ist insofern sehr glücklich und da sind wir alle sehr froh drum, dass nicht mehr passiert ist.
beteiligte Feuerwehren waren, die auch uns schon mal mit einem Schiff geholfen haben, an einer ähnlichen Stelle mit einer ganz anderen Situation, da waren schon mehrere Feuerwehrboote draußen aus einem anderen Einsatz. Das ist vermutlich der Grund, warum es keine Menschenopfer zu beklagen gab. Die waren da, die waren auf dem Wasser. Schneller geht's gar nicht. Das Ding hat ein großes Loch unter Wasser, habt ihr vielleicht gesehen, die Bilder hinterher. Dieser Bulb, ne, wenn ihr euch den Bug so vorstellt, hat der vorne so einen Bulb. Der Bulb hat das Unterwasserschiff aufgerissen. Wenn die nicht sofort rübergegangen wären, hätten auch gleich mit Pumpen und sonst was angefangen, wäre das Ding noch im Fahrwasser gesunken. Stattdessen ist es dann in der Schwingemündung abgesoffen. Und auch das jetzt reine Vermutung, kein Beweis. Offensichtlich gab es keine vernünftigen Listen darüber, was eigentlich auf dem Schiff los war. Sie haben lange noch mit Tauchern in dem Wrack gesucht und sie hatten etwa eine Stunde einen Hubschrauber auf der Elbe, der geguckt hat, was los ist. Das wäre bei einem meiner Schiffe, ich sage das jetzt mal so offen, nie notwendig. Das wäre ein Anruf und ich könnte Ihnen komplett die Namensliste sagen, wer auf diesem Schiff war. Offensichtlich gab es das nicht. Oder sie haben, nachdem das sowieso alles so verwirrt war, dem nicht mehr vertraut und gesagt, wir suchen noch weiter. Das ist etwas, was mich, an die 50 Leute, das ist etwas, was mich auch im Hamburger Hafen bis heute wundert. Ich glaube schlicht diesen Aussagen nicht, dass es vernünftige Personenzählanlagen auf diesen Fähren gibt. Wenn da wirklich mal was passiert, okay, wird es Tage dauern, bis allein aus Vermisstenmeldungen klar ist, war da nur noch wer oder war da keiner. Das erinnert an den italienischen Kapitän, bei dem auch bis heute unklar ist, wie viele Tote gab es auf diesem Costa-Schiff, weil offensichtlich eine größere Anzahl ukrainischer junger Gesellschaftsdamen die nautischen Offiziere begleitet haben während der Reisen. In Mannschaftslisten tauchen die nirgendwo auf. Okay? Dann tauchen sie auch nicht auf Vermisstenlisten auf. In Holland klicken da die Handschellen, wenn Schiffsführer einen Fährkapitän irgendwo ablegt und weiß nicht genau, wie viele Leute er bei sich hat. Okay? Also, es ist völlig wurscht, um das deutlich zu sagen, ob das jetzt ein Traditionssegler war oder ob das überhaupt ein Segler war. Dieses Fahrzeug quert das Fahrwasser. Damit ist er ausweichpflichtig gegenüber Fahrzeugen, die sich im Fahrwasser befinden. Punkt. Cool. Irgendwelche Anmerkungen dazu? Keine. Okay. Um Kuddel kurz vorzustellen, Kuddel fährt hier auch. Kuddel ist ein Schiffsführer eines sehr ähnlichen Traditionsseglers hier in Finkenwerder, der Landrat Küster, und ist so der einzige von uns, der in solchen Situationen mit solchen Schiffen auch schon war, der mit solchen Gewichten und Massen umgehen kann. Und der einer der ersten war, der sagte, was ist denn da passiert? Also wenn ihr jetzt so ein bisschen Beziehung mal zu Traditionsseglern und so, Kuddel sitzt da hinten, ne? Kuddel wäre jemand, dem so etwas nicht passieren würde, aber der diese Art von Schiff neben auch fährt. Ja. Sonst Fragen noch von euch zu solchen Situationen? Das sind so die Klassiker. Ich habe aber eine Frage zu der Fähre, was uns ja auch schon beide gewundert hat, dass diese Fähre mit 300 Leuten alleine gewesen war. Was ist denn dem da oben noch passiert? Also, grundsätzlich, ich nehme die Frage kurz auf. Die Frage ist mit der sogenannte Ein-Personen-Betrieb. Die BG hat lange, lange, lange rumgehadert, ob man den Fährschiffen im Hamburger Hafen diesen Ein-Personen-Betrieb erlauben soll. Bestimmte Signalgeschichten mussten automatisiert werden, das musste alles von alleine können, die Brücken mussten alleine bewegt werden und dergleichen mehr. Glücklich ist mit dieser Regelung niemand, und zwar ganz deutlich sage ich das, auch inklusive des Personals der Hadak. Die Stimmung ist nicht gut. Die hätten auch gerne wieder einen zweiten dabei. Ja, na klar, die klassische Variante waren zwei. Einer band mit einer Spring an und der andere ist eben reingelaufen. Allein, ich sage das jetzt mal so deutlich, was man denen zumutet im Sommer mit diesen Büffelherden von Touristen, das ist nicht schön. Und wenn wirklich was passiert, toi, 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 es ist ja nun wenig passiert bisher, wenn wirklich was passiert, dann hat der buchstäblich die Arschkarte. Was soll der alleine machen? Ja? Und alleine sich dagegen zur Wehr zu setzen, ich meine, ich wohne hier und wir benutzen das als Verkehrsmittel. Ich versuche im Sommer schon gar nicht, erst mit dem Fahrrad draufzukommen, es geht gar nicht. Was die aushalten müssen, um dann Leuten zu sagen, du musst jetzt stehen bleiben, und dann die doch sehr unbeholfene U-Bahn-Wache, die da eigentlich nur relativ gelangweilt rumsteht, die sind nicht vernünftig geschult, die könnten das alle prima. Aber man muss ihnen vernünftig sagen, dass sie zum Beispiel den Aufgang auf der Fähre zumachen müssen, dass die hinten rum rauflaufen müssen, würde das alles viel schneller gehen. Ist so. Fähren haben, um das deutlich nochmal zu sagen, auch wenn die Jungs das nicht gerne hören, Fähren haben keinen Vorfahrt im Hamburger Hafen. Okay, und die Wasserschutz hat auch nochmal, das ist so 2 Jahre ungefähr her, nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass ihnen der Fahrplan egal ist. Er soll sich bitte an die Regeln halten und wenn er auch zwischen 2 Anlegern eben wieder auf die andere Seite rüber muss. Gerade zwischen Dockland und Fischereihafen ist das relativ, da könnte man auch, nein, hat die Wasserschutz gesagt, sie fahren wieder rüber, auch wenn das jedes Mal solche U-Schleifen sind, die dabei entstehen. Ja? Bisher ist wenig passiert, insofern ist alles gut.
Ich bin gerade angeschrieben worden vor ein paar Wochen von dort für den Kapitän. Angeschrieben? Ich bin vorbeigefahren und bin das ja ablegen wollte. Okay. Weil du passiert hast mit deinem Motorboot. Er hat die Seen, vermutlich hat er geschrien, weil er sich erschreckt hat. Das würde ich jetzt mal vermuten. Nee, er musste warten, aber bisher war es ja so, die hatten einen vernünftigen Fahrplan. Da konnte er dann gucken und sagen, okay, der will los, ich warte und ich gehe ein bisschen Gasfahr vorbei. Jetzt ist der Fahrplan ja... Also, der ihn gemacht hat, würde auch sagen, es ist ein vernünftiger Fahrplan, aber man kann es nicht mehr so leicht auswendig lernen wie früher. Mal fahren sie so, mal fahren sie... Es ist ein ziemliches Durcheinander. Jetzt nicht jedes Mal. Ja, das ist leider so. Ja. Ich habe den Geschäftsführer, den neuen Geschäftsführer, der hat er kennengelernt, so vor einem Jahr ungefähr. Und da hatte er, ich glaube, einen Abend später oder so hier eine Besprechung in Finkenwerder und wollte von mir wissen, so als Finkenwerder, was erwartet mich denn da? Ich sage, ein volles Haus und jede Menge. War wirklich? Ich sage, ja. Und so war es dann auch. Ne? Genau. Also, das ist jetzt nicht Finkenwerder und nicht Vera. Insofern lassen wir das ruhen. Soweit alle konform? Okay. Fragen zu diesem Komplex? Alle so ein bisschen besser gebrieft. Und das Ganze lässt sich jetzt eins zu eins übertragen, ob ich nach Lübeck reinfahre, Richtung Travemünde, ob ich nach Kiel reinfahre oder dergleichen mehr. Es ist absolut eins zu eins dasselbe. Bisschen vorsichtig wäre ich, wenn ich reinfahre nach Kiel. Das sieht doch dann klassisch so aus. Hier habe ich so eine Art Sandvorsprung und den Leuchtturm Friedrichsort. Und hier habe ich die grünen Tonnen. Die grünen Tonnen. Und hier habe ich die roten Tonnen. Rot soll das sein. Und hier unten habe ich den Querverkehr. Kanalschleusen. Okay? Da muss jeder selber für sich entscheiden, ob er erst diese doch sehr befahrene Kieler Förde an dieser Stelle einmal queren will oder ob er nicht hier außerhalb des Fahrwassers Friedrichsort durchfährt. Das ist auch die offizielle Empfehlung. Da gehört aber für Anfänger ein bisschen Mut dazu, weil man wirklich verdammt dicht an dieser Felsnase und an diesem Turm vorbeifährt und eben auch noch Gegenverkehr hat. Da ist am Sonntagvormittag schon mal so ein bisschen Mönckebergstraße, Freitagnachmittag. Okay? Es soll welche geben, die Fender raushängen, wenn sie fahren. Okay. Da ist dann schon eine Menge los. Ist in beide Richtungen erlaubt. Ihr seid außerhalb des Fahrwassers, es wird sogar empfohlen, statt der Quererei. Wollt ihr sowieso rüber, ne? Laboe oder dergleichen mehr, dann würde ich auch hier schon queren. Das ist völlig okay. Ne? Und dann geht ihr hier hoch. Oder Strand. Nee, Strand wäre wieder auf der anderen Seite. Aber je nachdem, wo ihr hin wollt, würde ich eben Friedrichsort durchgehen oder nicht. Aber Vorsicht, viel Verkehr unter Umständen. Ne? Ja? Ihr seht es auch, und das Verhalten wird auch nicht unbedingt besser. Wir erleben das am Funkverkehr. Wenn du Elbe normal fährst, bist Elbe gewohnt, ungefähr ab Rendsburg wird der Funkverkehr doch deutlich lebhafter. Spätestens ab Kiel ähnelt RCB-Funk. Mich wundert bis heute, was die Wasserschutzpolizisten aushalten müssen im Bereich von Warnemünde. 150 Angler bei Sichtverhältnissen von 50 bis 100 Metern, ein tutender Fährkapitän, der sagt, das hat mit Seefahrt überhaupt nichts mehr zu tun, was er hier zu tun hat, der irgendwie versucht, zwischen diesen pöbelnden Anglern im Nebel in den alten Strom zu kommen. Das ist beachtlich. Okay, da erleben wir hier echt in paradiesischen Verhältnissen. Ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen. Ja. Sonst noch Fragen? Ich habe irgendwo in Erinnerung, dass auf der Elbe zumindest in Teilabschnitten das Fahrwasser von Ufer zu Ufer geht. Ja, also Hamburger Hafen, nehmen wir das als Besonderheit, das weiß kaum mal einer, aber du hast einen Liegeplatz im Hamburger Hafen, deswegen wichtig. Das ist das Nordufer, das ist das Südufer. Das ist der Abzweig in unseren Hafen. Hier ist dein Liegeplatz. Das ist das Seemannshöft. Hier ist der Anleger Bubendey Ufer, hier ist der Anleger Teufelsbrück. Hier oben ist die Elbchaussee. Also Land, Fahrwasser. Das ist jetzt wieder so eine typische regionale Geschichte. Nennt sich HVO, Hamburger Hafenverkehrsordnung. Und die sagt, das Fahrwasser geht von Uferböschung zu Uferböschung. Also auch noch dynamisch, je nach Wasserstand. Und die Tonnen, die Sie da draußen finden, es gibt sowieso nur wenige Tonnen, die Tonnen markieren lediglich den Tiefen für die Tiefwasserschiffe, für die großen Schiffe, schiffbaren Teil des Fahrwassers. Das tiefe Fahrwasser. Genau. Das heißt, wenn jemand, und das passiert im Sommer laufend, Motorbootfahrer neigen dazu mehr als Segler, wenn jemand von Teufelsbrück aus so aufwärts fährt Richtung Neumühlen, fährt er auf der falschen Fahrwasserseite. Die Wasserschutz gibt sich redliche Mühe, das in den Griff zu kriegen, kann einen nach dem anderen abgreifen und dann sieht man immer nur gestikulierend, ja, aber da ist die rote Tonne und da ist das Ufer. Der Spruch ist ganz einfach, wenn Sie außerhalb des Fahrwassers im Hamburger Hafen fahren wollen, brauchen Sie einen Trailer.
Sie müssen das Boot auf einen Trailer stellen und über die Straße ziehen. Alles, was Wasserfläche ist, ist Fahrwasser. Die Fähren machen das auch teilweise. Ja. Durch welchen Kniff kriegt man damit automatisch eine Menge Probleme aus dem Hafen? Das wäre noch der Horror, wenn die zwischendurch schießen würden. Wer darf keine Fahrwasser benutzen von Sportbootfahrern? Jetskis. Damit sind automatisch alle Jetskis erledigt. Wenn ein Jetski-Fahrer einsetzt, darf er das in Neuenschleuse, Südseite der Elbe oder drüben in Wedel. Und dann müsste er rausfahren bis zum Verkehrstrennungsgebiet, was wir uns vorhin angeguckt haben, wenn er von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen will oder umgekehrt. Er darf das Fahrwasser nicht benutzen. Wenn die Hafen geht bis Wedel? Ja, Hafenverkehrsung geht bis zu dem alten, mit dem Fernwärmekraftwerk. Da ungefähr ist der bei dem hübschen alten Falkensteiner Turm. Da ist Schluss. Ab da dürftest du außerhalb des Fahrwassers Jetski fahren. Und das wird ja leider auch gemacht hinter den Inseln. Wenn man im Sommer nett ankern könnte, wie diese durchgeknallten Rasenmäher schießen sie da vorbei. Da dürfen sie leider wieder. Was schon erstaunlich ist, in der unmittelbaren Nähe zum Naturschutzgebiet. Okay? Also, das sind wieder regionale Sachen, die man schlicht wissen muss, wenn man hier unterwegs ist. Was bedeutet das für Segler, aber auch umso mehr für Motorboot, für die Geschwindigkeit? Maximale Geschwindigkeit Hamburger Hafen, 12 Knoten. Nehmen wir solche Geschwindigkeiten. Auch außerhalb des Fahrwassers? Es gibt keine außerhalb des Fahrwassers. Gibt es eben kein Nein. Außerhalb mehr. Es gibt nur Fahrwasser. Auch das wird vielfach durcheinander geschmissen. Am besten stellt ihr euch immer vor, ihr solltet solche Regeln erfinden. Worauf bezieht sich in einem strömenden Gewässer, und der Strom wird immer stärker mit je mehr sie da draußen baggern, worauf bezieht sich diese 12 Knoten? Ist das Fahrt durchs Wasser oder ist das Fahrt über Grund? Fahrt über Grund. Nein. Was will man mit der Fahrt durchs Wasser regeln? Worum geht es primär, abgesehen von Verkehrsregeln? Zerstörungen durch Schwell in den Uferflächen. Wenn du 4 Knoten einlaufenden Strom hast und kommst nach Hamburg rein und fährst 12 Knoten, darfst du 16 Knoten fahren. Ist kein Problem. Weil die Welle, die du erzeugst, immer noch den 12 Knoten entspricht. Es geht um die Relation untereinander. Also stehende Gewässer, wie Nord-Ostsee-Kanal, ist Jacke wie Hose. Da haben sie auch schon mal eine Radarpistole und kontrollieren. Bei uns müssten sie fürchterlich rechnen, weil sie jeweils den Strom dagegen reinrechnen müssen. Bezieht sich grundsätzlich auf die Fahrt durch Wasser. Hat ein Fahrzeug, und daran halten sich leider viele nicht, hat ein Fahrzeug aufgrund seiner Bauform eine so blöde, wasserverdrängende Wirkung, wir haben hier so 2 Lotsenfahrzeuge, die sind so gebaut, eher so schwimmende Schuhkartons, dann haben die auch schon bei 10 Knoten eine fürchterliche Welle, die eigentlich alles kaputt macht. Dann greift wieder die Sog- und Wellenschlag-Vermeidegeschichte. Aber die hält sich kaum irgendeiner. Und die schon gar nicht. Ja, da wird es dann richtig schwierig. Ja? Ich habe vorhin hier kurz, wo geht die HVO dann los? Also, das die Frage ist nach Beginn HVO. Ja. Die Hafengrenze, ich meine mal einfach, stilisiert mal die Elbe auf. Also, das ist die Elbe, so wie wir sie kennen. Das ist die Köhlbrandbrücke. Hier ist Harburg. Das sind die St. Pauli-Landungsbrücken. Diese Ecke hier heißt Bunthaus. Die Älteren werden sich noch erinnern. Dort gab es eine Schauspielerin namens Inge Meisel, die sich bis aufs Messer mit ihren Nachbarn gestritten hat. Direkt an der Hütte von Inge Meisel fließt das ganze Ding wieder zusammen. Bunthausspitze. Hier sitzen wir, Finkenwerder. Hier ist Wedel. Hier ist der Anleger Blankenese und hier ist dieser hübsche Falkensteiner Turm, gegenüber von dem Radarturm. Die Hamburger Hafenverkehrsordnung gilt von hier bis hier. Sie ist ein Mix aus den Regeln der Seeschifffahrt und der Binnenschifffahrt, deswegen darf man innerhalb dieser Flächen mit Sportboot See oder Sportboot Binnen fahren. Das heißt, wenn du an Harburg vorbeifährst mit deinem Boot, darfst du nur noch links um die Ecke fahren, wenn du See hast. Willst du rechts rum, müsstest du auch Sportboot Binnen haben. Haben ja viele auch zusätzlich. Für Motorbootfahrer oft das interessantere Revier, weniger Welle, kein Geschaukel und so weiter. Je nachdem. Bist mit uns auch schon nach Helgoland gesegelt, ne? Soweit verstanden? Und innerhalb dieser Grenzen gilt eben dieses klare Rechtsfahrgebot. Ja? Was noch für Fragen? Plus minus 10 Grad, wann spielen die eigentlich eine Rolle? In Verkehrstrennungsgebieten, also die Frage ist nach plus minus 10 Grad, wo die eine Rolle spielen. Immer da, wo es auf Längsachsen ankommt. Verkehrstrennungsgebiet und Fahrwasser. Ansonsten gilt, wenn ein anderes Fahrzeug dir näher kommt, du stellst fest, es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes und du bist der Kurshalter, darfst du nicht mehr Kurs und Geschwindigkeit ändern, sonst wirst du für den anderen nicht kalkulierbar.
bis zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt geht's aber nicht mehr anders, das ist eine höchst subjektive Geschichte, und du welches Manöver einleitest? Genau, tatsächlich nennt man es vorletzter Augenblick, machen wir es nicht so kompliziert, Manöver des letzten Augenblicks, fertig. Okay? Dann versuchen wir mal, was ihr noch so erinnert. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das sind Schiffchen, die aufeinander zufahren, egal welcher Führerschein. Stellt euch vor, es wäre überall genug Platz. Der Wind ist unsichtbar. In welcher Richtung, aus welcher Richtung, muss der Wind in Bild 1 kommen, wenn diese kleinen Striche hier die Segel sein sollen? Vorsegel, Hauptsegel, Vorsegel, Hauptsegel. Woher muss der Wind kommen? Von Norden. Alles andere macht keinen Sinn. Was sehen die beiden, wenn sie bei Nacht so aufeinander zufahren? Also, das kam alles ein bisschen langsam und ein bisschen verhalten. Ein weißes und unsichtbar, würde ich mal denken. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es laut wird bei den Vereinen. Du hattest noch nie Ahnung. Mit dir fahre ich nicht mehr. Warum will er mich nicht? Ja, das geht aber schöner so. Unglaublich was. Wahnsinn, ne? Und es geht so relativ schnell mit dem Programm, das zu üben. Also, warum sehen die nur grün und rot? Warum sehen die nichts anderes? Nein, nicht weil sie sich entgegenkommen, sondern warum sehen sie nur grün und rot? Weil sie nicht unter Maschine fahren. Denn nur ein Maschinenschiff würde welches Licht noch führen? Das Dampferlicht. Fahrzeuge ohne Toplicht, nur grünes Seitenlicht, nur rotes Seitenlicht, von vorne eben beide, sind nicht Maschinenfahrzeuge. Damit theoretisch Ruderer. Ich habe noch nie einen Ruderer mit korrekten Lichtern gesehen. So Helm auf dem Kopf, Spezialbatterie, vergesst es. Geschlepptes Fahrzeug, da muss irgendwo ein Schlepper sein. Genau daran seht ihr doch, dass sie segeln. Es geht jetzt nur um die Lichter, die man perspektivisch jeweils sieht. Klar ist hinten noch ein Hecklicht. Wie müssen sich diese beiden Segler jetzt verhalten? Nein. Ich wiederhole mal die falsche Antwort, weil es die klassische Antwort. Und jetzt geht's los mit Motorbootfahrern und Seglern. Die Motorbootfahrer sagen, oder zumindest die, die die Regeln noch von Motorbootfahren kennen, wenn die zwei aufeinander zufahren, gehen immer beide nach rechts. Das gilt nur für Maschinenschiffe und Ruderer noch. Ruderer treffen sich auf See äußerst selten. Also, wie gilt es für Segler? Wer den Wind von Steuerbord hat, macht was? Ist Kurshalter. Wer den Wind von Backbord hat? Wer hat den Wind von Steuerbord? X oder Z? Er hat den Wind von Steuerbord. Er hat den Wind von Backbord. Muss er nach Steuerbord abdrehen oder kann er nach Steuerbord abdrehen? Er kann. Warum ist ein Ausweichen nach Backbord wenig sinnvoll? Genau, er muss noch stärker anlufen, er wird unter Umständen eine stärkere Kränkung bekommen, damit einen stärkeren Windversatz, und er wird langsamer. Er rutscht dem anderen nur noch rein. Wie nennt man dieses Verhalten, dreh nach Steuerbord und nicht nach Backbord, weil es sinnvoll ist, in der Sprache der Seeleute? Man tut etwas, was sich in der Geschichte der Seefahrt als sinnvoll erwiesen hat, selbst wenn es nirgendwo gefordert ist. Das ist gute Seemannschaft. Was kann jetzt Boot X, der Kurshalter, tröten, um Boot Z zu sagen, geh mir aus dem Weg? Fünf oder mehr kurze Töne. Du, 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 und so weiter. Da braucht niemand zählen.
Durch welches Schallsignal kann Z sozusagen ruhig Blut, tue ich ja, anzeigen, dass er nach Steuerbord wegdreht? Ein kurzer Ton. Dass ihr mal versteht, wie alt diese Regeln sind. Warum sind diese Schallsignale nie für Segler nach KVR vorgesehen gewesen? Weil die keine Dampfmaschinen hatten, um zu tröten. Wir reden nicht von Regeln von gestern. Alles klar? Natürlich tröten wir ganz genauso wie Maschinenschiffe. Wo kommt der Wind in Bild 2 her? Etwa von Süden. Was sieht man, wenn man vom linken Schiff zum rechten Schiff guckt? Grün oder rot? Wir gucken hier rüber und sehen das rote Licht. Was sehen wir umgekehrt? Das Grüne. Wer weicht wem aus? X weicht Z aus. Warum? Z hat den Wind von Steuerbord und ist deswegen Kurshalter. X hat den Wind von Backbord und ist ausfallpflichtig. Wenn ihr das Ganze einige hundert Meter vorher tut und nicht, das ist hier doch schon wie Harakiri-Situation, dann geht immer linksrum besser, nämlich hinter das Heck halten als wegdrehen in die andere Richtung. Wenn ihr genug Platz habt. Durch welches Schallsignal kann X anzeigen, dass er hintenrum wegdrehen will? Zwei kurze Töne. Das sind Schallsignale, die müsst ihr zwingend drauf haben. Die würde ich wieder üben, wenn ihr im April, Mai oder so wieder aufs Wasser geht. Ihr merkt sie euch mit dem Daumen der Hand. Wenn es nach rechts geht, ein kurzer Ton. Geht es nach links, zwei kurze Töne. Geht es rückwärts, drei kurze Töne. Eins, zwei, drei. Rechts, links, rückwärts. Bild 3. Der Wind kommt ungefähr von hier. Was sieht man, wenn man von X zu Z guckt? Rot oder grün? Man sieht das rote Seitenlicht. Und umgekehrt? Grünes Seitenlicht. Jetzt kommt er an seine Grenzen. Nee. Ich glaube auch, das fängt jetzt an, sehr auf die CPU zu gehen. Jetzt haben sie beide den Wind von derselben Seite. Also, wer muss wem ausweichen? Das leewertige Fahrzeug wird Kurshalter, das luftwertige Fahrzeug weicht aus. Völlig richtig. Der ist Kurshalter, der geht aus dem Weg. Welches Schallsignal kann Z tröten, um anzuzeigen, dass er hintenrum wegläuft? Zwei kurze Töne. In diesem Bild kann der Wind nur sehr präzise exakt aus Westen kommen. Sonst könnte der nicht so segeln. Er könnte nicht das Vorsegel Steuerbord haben und das Großsegel an Backbord. Wo hat der jetzt den Wind her? Physisch gar keine Frage. Von Achter. Aber woher hat er ihn juristisch? Von Steuerbord. Ist das allen klar? Wird selten unterrichtet. In den KVR steht ungefähr übersetzt aus dem Englischen. Auf einem segelnden Fahrzeug ist die Seite die Leeseite, auf der sich das größte aller Segel befindet. Wir wollen ja auch von Schiffen reden mit 17, 18, 19, 20 Segeln. Die Seite, die dem größten Segel gegenüberliegt, heißt Luftseite. Weil das Großsegel an Backbord ist, hat er den Wind von Steuerbord. Von wo hat X den Wind? Von Backbord. Damit muss wer ausweichen? X dreht weg, Z fährt durch. Auch wenn Z so eine bahnbrechende große Gegenwart drauf hat? Spielt keine Rolle. Dann wird das Hauptsegel, das Großsegel als das größere angenommen. Ja, immer. Oder bringt es ein Quadratmeterzahl? Also, nee. Jetzt ändern wir die Segelstellung. Was ist, wenn der hier sein Großsegel hat und was ist, wenn er hier sein Vorsegel hat? Also die rote Variante. Von wo hat Boot Z, der vor dem Wind segelt, jetzt den Wind? Jetzt hat er ihn von Backbord. Damit hat der den Wind von Backbord und X hat ihn auch von Backbord. Welche Regel gilt jetzt? Das luftwertige Fahrzeug muss ausweichen. Wer ist jetzt Kurshalter? Jetzt wird er zum Kurshalter und er muss ausweichen. Das Manöver, das er dabei fährt, ist eine Halse. Das Großsegel muss auf die andere Seite, sonst kann er nicht mehr segeln. Das führt aber nicht dazu, dass er jetzt Kurshalter wird. Er macht doch das Manöver nur, um auszuweichen. Einverstanden?
Gut, jetzt der Konfliktfall. Separates Bild. Ihr seid nachts unterwegs. Ihr seid auf dem Schiff. Ihr habt den Wind von da. Und ihr seht da oben ein einzelnes grünes Positionslicht. Damit wisst ihr was? Damit wisst ihr, da kommt ein Segler. Weil der Ruderer sehr unwahrscheinlich ist und das geschleppte Schiff ohne den Schlepper ist auch nicht möglich. Dies ist ein Segler. So, der hat den Wind unter Umständen von Achtern. Er könnte das Segel auf der einen Seite haben oder auf der anderen Seite. Alles soweit konform? Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr auf diesem Schiff eins seid? Ihr nehmt den für euch schlechteren Fall an. Das ist eine Situation, an die erinnert ihr euch vielleicht noch. Grau, Sportbootführerschein See. Die längste aller Prüfungsfragen. Wie hat sich ein Segelfahrzeug auf der hohen See oder außerhalb des Fahrwassers, heißt KVR. Wie hat sich ein Segelfahrzeug auf der hohen See oder außerhalb des Fahrwassers zu verhalten, wenn es mit dem Wind von Backbord vorlicher als quer ab in Luv ein anderes Fahrzeug nicht sichtet und nicht erkennen kann, ob das andere den Wind von Backbord oder von Steuerbord hat? Dann nimmt er den für sich schlechteren Fall an. Einverstanden? Wir hatten einen Prüfer jahrelang, dank der Aufzeichnung sage ich jetzt nicht, wie er heißt, keine Ahnung, ob er noch am Leben ist. Es gibt 1,5 Aktenmeter in Bonn bis heute über diesen Mann. Guten Tag, Herr Sowieso, das wollen wir erst mal sehen. So begann Sportboot-Seeprüfung. Der benutzte auch keine Kugelschreiber, kann gar nichts. Frauen hatten überhaupt keine Chance bei ihm und es gab noch mündliche Prüfung. Diabolisch. Er sitzt vor dem Prüfling, aufgeregt und beschreibt scheinbar aus dem Kopf. Ganz einfache Frage, kennst du bestimmt. Wie hat sich ein Segelfahrzeug auf der hohen See oder außerhalb des Fahrwassers zu verhalten, wenn es mit dem Wind von Steuerbord vorlicher als querab in Luv ein anderes Fahrzeug sichtet und nicht die Möglichkeit der Gefahr eines, und es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes? Was würdet ihr antworten? Ausweichen. Eichler schreibt auf, habe ich so gesagt, er hat nie was auf dem Wasser verloren. Tschüss, Ende. Jetzt beschreibt er diese Situation. Er hat diabolisch das Wort Wind von Backbord durch Wind von Steuerbord ersetzt. Er beschreibt ansonsten, ihr seht vorlicher als querab, das ist vorlicher, in Luv ein anderes Fahrzeug, von dem ihr jetzt folgerichtig rot seht. Einverstanden? Und damit seid ihr immer Kurshalter. Immer. Denn ihr habt den Wind von Steuerbord. Selbst wenn der andere auch den Wind von Steuerbord hat, weil er sein Hauptsegel auf der Backbordseite hat, hier ist die Fock, dann hat er doch juristisch den Wind von Steuerbord. Dann seid ihr immer noch in Lee. Zusammengefasst, wir reden jetzt nur von Seglern, spricht eine Regel für mich und eine Regel gegen mich, nämlich den schlechteren Fall an. Aber in diesem Fall kann ich immer noch nicht erkennen, was los ist, aber beide Regeln sprechen für mich. Ich habe den Wind von Steuerbord und ich bin in Lee. Also bin ich Kurshalter und der ist zwingend ausweichpflichtig. Diese Beschreibung zum das Schiff ist in Lee, das bezieht sich ja eben auf die räumlichen Verhältnisse. Richtig. Höhe zum Wind. Also auf die räumlichen Verhältnisse. Nochmal, dieser Fahrzeugführer muss über seine Backbordseite gucken, um dich zu sehen. Nach KVR übersetzt aus dem Englischen. Er muss über die Seite sehen, auf der sich das größte seiner Segel befindet, und das ist per se die Lee-Seite. Er sieht dich an seiner Lee-Seite. Okay? Habt ihr eine Idee, warum es diese Regel überhaupt gibt, mit Lee und Luv? Die Geschichte kennt ihr davon? Das ist auch noch nicht briefig. Ja, genau. Ist bekannt? Okay, alles klar. Dann lassen wir das. Dann gehen wir hier wieder hin. Bild 5. Von wo kommt der Wind? Von Süden. Beide haben den Wind von Backbord. Einverstanden? Wer ist in Lee? Also ist das der Kurshalter und der geht aus dem Weg. Was trötet derjenige, der ausweichen will, um zu zeigen, dass er ausweicht? Einen kurzen Ton, weil er nach Steuerbord wegdreht. Alle soweit konform? Gut. Nehmen wir die Lichter wieder rein. Dies ist ein Rentnerpaar, das eigentlich nur friedlich durch den Abend fahren will. Sie gucken immer etwas sorgenvoll nach hinten, weil da ein grünes und ein rotes Licht aufgerauscht kommen. Zwei 16-Jährige auf dem Weg nach Hause. Was sehen die beiden 16-Jährigen von dem Rentnerpaar vor sich?
Ein weißes Hecklicht. Woran erkennen Sie, dass es ein Rentnerpaar ist auf dem Weg nach Hause? Gar nicht. Woran erkennen Sie, dass es ein Maschinenschiff ist? Gar nicht. Weil jedes Schiff nach Achtern nur ein weißes Hecklicht hat. Spielt es irgendeine Rolle für unsere Jugendlichen? Nein, es ist völlig wurscht, denn sie heißen in der Sprache des Gesetzgebers wie, wenn sie sich seinem Vordermann im Hecklichtsektor nähern. Also müssen sie sowieso ausweichen. Wo kommt in dem Bild der Wind her? Aus nördlicher Richtung, einverstanden? Und jetzt muss er gucken. Das hier ist der schnellere Weg, um zu überholen, aber es kann sein, dass er so viel Lehschatten hat, dass er gar nicht dran vorbeikommt. Dann nimmt er automatisch die Luftseite, auch wenn er unter Umständen draufdrückt. Das ist dann eher eine seemannschaftliche Frage. Okay? Bild 7. Wind von hier. Was sieht der Motorbootfahrer vom Segler? Und sonst nichts. Einverstanden? Umgekehrt? Rot, grün und ein höheres Weißes. Der Spruch dazu heißt, hast du Weiß, Rot, Grün voraus in Sicht, Augen zu und Schotten dicht. Das ist schlecht. Okay, Vogelstrauß wird auch geschlachtet, wenn er nicht wegrennt. Also, nicht den Kopf in den Sand. Flüchten. Wer gegen wen und warum? Wir sind im freien Seeraum, außerhalb des Fahrwassers. Also, das Maschinenschiff weicht aus, der Segler fährt weiter. Und es ist egal, ob er nach Backbord oder Steuerbord wegdreht. Durch einen kurzen oder zwei kurze kann er angehen, ob er nach Steuerbord oder Backbord wegdreht. Was sieht die Besatzung dieses suizidalen Seglers von dem Frachtschiff, bevor sie über den Haufen gefahren werden? Maschine über 50 Meter, also zwei weiße. Flach vorne, hinten hoch. Rotes Seitenlicht. Der Frachterkapitän, Vorsicht, ich weiß, wovon ich rede, sieht von dem Segler gar nichts mehr. Okay? So dicht, wie der dran ist. Was würde er sehen, wenn er noch was sehen könnte? Ein grünes Seitenlicht. Wie lauten die Regeln? Wer ist Kurshalter, wer muss ausweichen? Eigentlich gibt es nicht bei Regeln. Z muss ausweichen. Warum? Weil Maschinenfahrzeug. Der Segler ist Kurshalter, das Maschinenschiff muss ausweichen. Selbst wenn das Maschinenschiff in dieser Position das noch tut, warum wird der Segler versenkt? Genau so. Der Schwerpunkt, der Flächenschwerpunkt unter Wasser, wie so eine Art Druckpunkt, liegt bei allen Schiffen im hinteren Drittel bis im hinteren Viertel. Sprich, wenn der anfängt auszuschwenken, schwenkt das Heck gewaltig aus und erwischt ihn immer noch hier irgendwo. Ihr seid auf keinen Fall außer Gefahr, nur weil ein Dampfer anfängt anzudrehen. Der erwischt euch mit dem Hintern. Okay? Entweder geht er früh aus dem Weg oder ihr könnt es komplett vergessen. Ja? Sehr selten, dass ich auf so etwas dränge. Jetzt war es so. Ich war super genervt, wir waren eine Woche unterwegs, wo andere schon lange nicht mehr gefahren sind. Kuddel hat irgendwie auch nur gelegen und ich musste, weil ich das versprochen hatte, Samstagabend an einem Armbrotstisch auf einer schwedischen Schere vor Göteborg sein. Wir haben zwischendurch die Kinder abgegeben, mit der Fähre weiter, was weiß ich nicht alles. Und kommen dann morgens vor Göteborg an, eben Sonne ging gerade eben hoch und da kam so ein blöder Tanker von Steuerbord. Und dann ging es wirklich mit der Funkerei los. You want what? Sagt, dass du deinen Kurs änderst. No. Sag doch. So. Und ich könnte auch Göteborg anrufen. Okay. What's your intention? I stay on. Und da fand ich mich ganz toll, weil da hat es richtig gepasst. Meine Antwort war, me too. Okay? Man kann es ja auch mal an anderer Stelle benutzen, ne? So. Und dann ein wildes Geschimpfe und er ging aus dem Kurs. Das war so ein 200 Meter Tanker. Okay? Aber da müsst ihr wirklich funken. Und da müsst ihr AIS senden und das muss alles klar sein und ihr müsst sehr souverän über Funk klingen. Okay, da muss man sich ein bisschen aufpusten, sonst funktioniert es nicht. Ich hatte Seekranke unter Deck und einen Mann, der völlig durchgefroren war und ich wollte nur noch dahin kommen, dann fange ich auch schon mal an zu meckern. Aber dann muss man mit einem gewissen Brustton der Überzeugung meckern. Okay, das war für den ein Problem, das sah ich auch so, weil der eben annähernd in den Gegenverkehr lief. Ne? Also es musste schon zügig passieren, damit es da noch passte. Das ist so ein Weg Tango da durch, so ein Schifffahrtsweg, aber eben normaler freier Seeraum, der muss ausweichen. Nur das sind die nicht gewohnt, dass ein Sportbootfahrer sagt, me too, wenn er sagt, I stay on.
Okay. Gut. In diesem Sinne, danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch. Und wenn ihr zu Hause vor euch gucken wollt, vielleicht, es ist bei YouTube noch vorhanden. Ich stoppe jetzt hier an dieser Stelle mal die Aufzeichnung. Das geht, glaube ich, so. Hat angehalten, ne? Die Uhr zählt nicht mehr. Also, danke, danke. Wenn ihr das als PDF haben wollt, ich druck das jetzt als PDF, dann schickt einfach kurz eine Mail, ne, und dann schicke ich das als PDF zurück. Einige hatten zwischendurch schon fotografiert, das braucht ihr dann nicht mehr, dann habt ihr diese Bilder. Der ist als